Sprache ist Denken. Das Denken unserer Kinder wird davon geprägt, welche Sprache wir mit ihnen sprechen. Denn unsere Sprache wird zu ihrer Sprache und ihre Sprache wird zu ihrem Denken. Eine ganzheitliche islamische Kindererziehung findet sich auch in der Sprache wieder, in der wir mit unseren Kindern sprechen und mit der wir sie zum Nachdenken anregen. Die Verse des Koran und die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam formulieren die Dinge viel trefflicher, als wir es jemals könnten, und vor allem verkörpern sie die Offenbarung. Deswegen reagieren wir auf Alltagssituationen mit Versen und Ahadith, denn sie sind die vortrefflichste Rede und gehen so in den Sprachgebrauch der Kids über. Dadurch werden sie Teil ihrer Perspektive auf sich selbst und auf das Leben. Das ist die natürlichste Form, den Kindern islamische Werte und Denkweisen zu vermitteln. Ganz unkompliziert. Koran und Ahadith sind nicht die Sprache der Gelehrten. Sie sind die Sprache jedes einzelnen Muslims, groß und klein. Wenn dein Kind sich also bei den Hausaufgaben keine Mühe gibt, dann sag statt, was soll denn der Lehrer davon halten? Lieber, Allah liebt es, wenn wir unsere Taten vervollkommnen. Wenn dein Kind Wasser verschwendet, dann sag statt, zahlst du hier etwa die Nebenkosten? Lieber, Allah liebt die Verschwender nicht. Wenn dein Kind ein Schimpfwort benutzt, dann sag statt, hey, sowas sagt man nicht. Lieber, Allah verabscheut Schimpfwörter und schlechte Rede. Wenn dein Kind ein anderes Kind schlägt, dann sag statt, was soll das? Würdest du gern geschlagen werden? Lieber, wer Muslim ist, vor dessen Hand sind andere Muslime sicher. Wenn dein Kind frech zu dir wird, dann sag statt, was soll die Frechheit? Ich bin deine Mutter. Lieber, sag zu ihnen nicht uff und fahre sie nicht an. Sprich zu ihnen ehrerbietige Worte. Denn Sprache ist Denken.